Hallo Leute, mein Leben in Thailand. Ich habe wieder was bei Lazarat bestellt und ich weiß nicht, wenn wir hier in Thailand leben, die es auch bestellt haben. Ich bin mit Lazarat nicht zufrieden. Das gibt mehrere Gründe. Erstens, wenn du was bestellst, dann sind es auch nicht Originalteile teilweise. Und die Beschreibung ist teilweise auch nicht wahr. Ich habe meinen Rasierer gekauft, ist von Philips, sah gut aus, war auch billig. Aber ich finde, das nach ein halbes Jahr, dass die Batterien nach, das habe ich in Deutschland noch nicht gehabt und so. Und da bin ich enttäuscht. Man weiß das nicht, ist das Original oder ist eine Kopie. Weil es hier viele verkauft wird, was Kopien ist. Ich habe schon viele Probleme mit Lazada. Ich habe zwei Schreibtische bestellt für die Kinder. Wenn man so sagt, waren sie ein bisschen billig. Aber wenn man keine Probleme hat, ist das gut. Wenn man Probleme hat, dann ist das nicht mehr billig. Ein Schreibtisch war teilweise Schrauben nicht vorhanden. Und die kriegt man nicht nachgekauft, da muss ich die selbst irgendwie so zusammenbauen, wie ich das so hinkriege. Angeschrieben, keine Antwort und allen drum und dran mich beschwert, keine Antwort darauf. Das ist auch so mit anderen Sachen. Da habe ich was bestellt für die Küche. Sah alles auch schön und gut aus, auf dem Bild auch die Beschreibung. Aber im Defekt war er Schrott für das Billiggeld. Da habe ich gesagt, da hätte ich lieber das Dreifache bezahlt. Und ich sehe die Ware und kann auch sagen, das ist gut. Dann kann ich sie gleich mitnehmen und brauche nicht fahren. Auch so mit Zeug bestellen. Ich habe mir immer Unterhosen bestellt, weil man schlecht in meine Größe kriegt. Zweimal XL. Und das heißt praktisch Größe 52 in Deutsch. Kriegt man schlecht gekauft, habe ich auch über Lazada bestellt. Leute sagen, gute Qualität und so. Die haben wir nicht mal nach 3 Monaten gehalten, dann gingen die nieder auseinander. Und die waren nicht billig, da habe ich eine so ungefähr knapp 100 Watt bezahlt. Die sagen, es ist eine gute Qualität und so. Die waren ja dünner, was ich halt auf dem Markt gekauft habe. Ja, und jetzt bin ich mir überlegen, wie viel mir eine Drohne kaufen. Aber man kann so schlecht über die Drohnen lesen hier in Thailand, wie die sind. Und das gibt nur eine sehr gute Firma, das ist die DJI. Die kommen aus China, die sind teuer. Gleiche Preis, wenn man was in Europa bestellt. Aber wenn du was schicken lässt, sie schicken das ohne Batterie, weil du ein Problem kriegst mit den Batterien. Ja. Und Thailand gibt das hier ein Geschäft, das ist in Bangkok, vertreibt das. Und da werde ich mir es dann bestellen. Ich werde auch hinfahren und angucken. Es sollen auch hier so Vertragshändler geben, die das auch haben. Da werde ich auch mal angucken und dann mal sehen, wie die sind. Die billige Drohne lohnt sich nicht zu kaufen. Die kann ich mir gleich lieber eine teure kaufen. Digital Mini ist eine sehr gute, was ich so einen Test gelesen habe, von der Leistung her. Und ich hoffe, das klappt ohne Probleme. Tja, nach und nach muss man das kaufen. Ich lasse mir auch nicht mehr schicken, weil ich die Post vertraue ich auch nicht mehr so. Die Deutsche Post kommt mein Paket heil an oder nicht. Habe ich auch schon viel gehört und so. Besonders wenn ich meine Pakete, die da waren teilweise deponiert, da war fast nicht mal ein Paket, was heil ist, trotzdem, wo du das richtig eingepackt hast. Und wenn du eine Reklamation machst mit Beschädigung durch Versicherung, kriegst du auch nicht. Die wehren sich so ab und kriegst keine Antwort, da kannst nichts machen. Da habe ich gesagt, das kann ich lieber sparen, lieber hier ein bisschen mehr ausgeben. Tja, da bin ich mal gespannt. Nächsten Monat fahre ich mal nach Bangkok für einen Tag mit meiner Frau am Wochenende. Da werden wir mal gucken,
was die DJ-Drohne so ist. Ich war schon überlegen, so eine billige kaufen, so für 5.000, 6.000 Baht. Dann habe ich gesagt, kannst gleich eine vernünftig kaufen. Und so. Wenn die nichts taugt, so mit Bildqualität und so, du ärgerst ihn ja viel mehr darüber. Und so. Dann habe ich gesagt, für das Geld kommt nicht an. Und so. Ja. Ja, und wie ist das denn sowas mit dem Wetter? Ja. Jetzt haben wir jetzt Regenzeit, besonders sehr schwül, die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Wenn man eine Klimaanlage hat oder eine Ventilatorin sitzt draußen, ist das zu ertragen. Wenn nicht, dann schwitzt man ganz schön. Die beste Zeit ist immer so September bis April rein. Das ist die beste Zeit. Und so. Man gewöhnt sich die an die schwüle Zeit und so, aber wenn man älter wird, wird das auch immer ein bisschen schwerer. Früher konnte ich das ab und jetzt nicht so doll. Ja, wie ich das gehört habe, so mit Lebensmitteln, ja, meine Frau hat mir gesagt, sie achtet darauf, dass sie nicht so doll mit Chemie gespritzt sind, weil aus China kommt viel, was mit Chemie gespritzt worden ist, deswegen sehen sie auch so hübsch und schön aus. Die Karotten auf dem Markt, da weiß ich auch nicht mehr 100%, aber es gibt immer noch so Leute, die verkaufen, wenn sie einen Überfluss haben, so kleine Farmer und so oder Selbstanbauer und so. Da kaufen wir ein. Ja, wir haben dann nächstes Mal auch ein Rei oder bis 1,5 Rei, wo wir selbst bepflanzen und wir selbst bewirtschaften, weil meine Frau will möglichst nichts kaufen, was mit Chemie ist. Kann ich auch verstehen, will ich auch nicht. Und mal sehen, wenn der Karotten kommt und ein Mann. Tomaten muss mir einfallen lassen, wie ich das mache am besten. Ein bisschen haben wir ja schon sowas hinten eingepflanzt, wie Kräuter und so. Papaya, die wachsen ja wie verrückt, da haben wir hinten mal was hingesetzt, das kommt von ganz alleine. Ja, und viel Obstbäume, ich esse gerne Obst und da muss ich auch zusehen, dass ich auch jetzt versuche, Gemüse nächstes Jahr, wenn das Haus steht, einzupflanzen. Muss ich zusehen, dass ich eine gute Erde bekomme und so. Ach, da habe ich auch viel vor. Die Wand muss ich noch setzen, aber in Regenzeit kannst du so schlecht machen. Ja, denn da geht auch die Baustelle auch nicht voran durch die Regenzeit. Wenn sie darauf fahren, bleiben sie mit dem LKW stecken, weil es ein lehmhaltiger Boden ist. Tja, da bin ich mal gespannt, wie das weiterläuft. Und so. Ich habe noch Zeit, mindestens ein halbes Jahr, bis das Haus fertig ist. Und das schaffen sie auch. Also, sie hat auch gesagt, so ungefähr 200 Tage ist das fast fertig. Da wird es nur noch hinten ausgebaut. Kleinigkeiten und so, steht ja ein Vertrag drin und so. Ich glaube, das schaffen die auch. Ja, die Verträge sind fast wie Deutsch und Bauamt geht fast das gleiche, geht auch nur noch schneller hier, darf nicht so lange warten. Genauso, ich habe mein Haus verkauft und da habe ich jetzt 3 Monate gewartet, bis das Bescheid da ist. Die Verkäuferin will das im Juni das Geld überweisen. Nach Bangkok haben wir so eine Hand geregelt. Auf meine Bangkok-Bank und so. Da bin ich mal gespannt, Ende Juni. Tja, dann kann man wieder ein bisschen mehr leisten, ja. Das Haus ist auch teurer, weil immer was zusätzlich kommt. Da kommen nachher noch später die Lampen, die Inneneinrichtung, ein bisschen für die Küche, für die Außenküche machen. Ja, dann ist das Geld auch schnell weg hier in Thailand. Ja, aber ich kann immer noch gut von meiner Rente leben und verdient von meiner Frau.
alle eben trotzdem gut. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön, dass ihr mir zuhört. Ich freue mich, wenn noch mehr Daumen ist oder ihr schreibt, was ihr ein Thema haben möchte und so. Ja, nächstes Mal, wenn ich die Drohne habe, so in 1-2 Monaten, werde ich die bestimmt haben. Ich hoffe, in einem Monat, weil ich mir so ein Set kaufe. Das dauert auch länger, denn weil das noch hier nicht auf dem Markt ist, habe ich gehört. Ja, dann möchte ich mal sehen, wie die Bilder sind. Dann mache ich auch mal mehr Luftaufnahmen von meinen Ideen. Dann bis später.